Meine Freunde, wir spielen heute Minecraft. Ja, ich habe heute ein neues Social Experiment für euch. Ich kann dir mal ganz kurz erklären, was abgeht. Wir haben hier eine 200x200 Welt. Und diese 200x200 Welt, meine Freunde, wird von insgesamt 100 Spielern gespielt werden. Eine Stunde lang wird es kein PvP geben, aber nach dieser einen Stunde wird PvP aktiviert. Diese Welt ist wie ein Ameisenglas aufgebaut. Ihr könnt hier nicht raus. Ich kann das schon. Das heißt, ich kann quasi genau sehen, was ihr in dieser Welt hier macht. Okay? Ich kann euch beobachten. Ich werde sehen, ob ihr euch zu Gruppen zusammenschließt oder einzeln kämpft. Ich werde sehen, ob ihr überhaupt anfangt zu kämpfen. Wir lassen den Server dann wieder 24 Stunden laufen und schauen, was dann passiert. Das ist eure Welt, meine Freunde. Auf diesem Chunk Land dürft ihr euch bewegen. Ihr werdet später alle hier spawnen und dann geht's los. Also ihr seht auf jeden Fall hier so ein bisschen durch die Welt, könnt ihr schon sehen. Mehr will ich gar nicht zeigen. Folgendes wird passieren, ja? Ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, euch hier im Ameisenglas zurechtzufinden. Es ist noch kein PvP an. Nach einer Stunde werde ich PvP aktivieren. Oder ich würde sagen, nach anderthalb Stunden. Wir schauen mal. Vielleicht schließt ihr euch in Gruppen zusammen. Vielleicht kämpft ihr alle einzeln. Vielleicht kämpft ihr auch gar nicht. Ja? Es ist so ein bisschen wie Suro. Aber eigentlich hatte ich auch tatsächlich Suro gar nicht im Hinterkopf gehabt. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Wie gesagt, Leute, es liegt an euch, was ihr daraus macht. Ihr könnt jetzt zusammen eine coole Stadt aufbauen. Ihr könnt, sobald PvP theoretisch an ist, nach Griefern jagen und im Frieden leben. Ihr könnt euch hier aber auch bekriegen. Das liegt komplett an euch, ja? Ihr müsst wissen, wie ihr mit Leuten umgeht, die töten. Okay? 3, 2, 1. Die Wand öffnet sich. Ihr könnt laufen. Schwärmt aus. Schwärmt aus. Wir werden uns jetzt mal umschauen und gucken, was die Einzelspieler hier machen. Wir werden uns auf jeden Fall auch genau anschauen, was hier noch abgehen wird. Also hier wird natürlich jetzt erstmal Holz abgebaut von allen Spielern. Hier haben sich zwei Leute direkt gefunden. Die haben hier einen Holzknopf an Spawn gesetzt und machen gar... Er geht erstmal hin und schlägt ein Pferd. Hat überhaupt keinen Grund dafür. Er verprügelt... Menschenhändler schlägt direkt ein Pferd zusammen. Das Pferd von ihm wird direkt gehauen. Warum machst du das? Warum... Okay, wow. Es geht schon wieder absolut los. Gibt es schon einzelne Spieler, die schon im Boden sind? Die meisten sind gerade... Okay, hier ist schon einer... Na, die Ersten fangen tatsächlich schon an, sich runterzubauen. Toter Killer sich hier schon am Runtermeinen, okay? Vergesst auf jeden Fall nicht, dass ihr Essen braucht. Ah, hier, genau das wollte ich sehen. Guckt euch das mal an. Flo auf jeden Fall gerade schon am Runterfarmen. Sehr interessant, sehr interessant. Schön. Das sieht so cool aus, oder, von der Seite? Ja. Scheinbar am Spawn hat sich hier direkt eine Gruppe von Retards zusammengetan, die einfach nur Pimmel baut. Also, ey, ich sag's mal so. Es ist später PvP. Was ihr daraus macht, ist euer Ding. Weil es stinkt. Und auch an meinem Bruder an der Seite hier, ja? Da könnt ihr euch dann auch nochmal bewegen. Okay, man sieht auf jeden Fall hier, in der Oberwelt ist nicht mehr allzu viel los. Außer halt am Spawn. Da ist wieder dieser hässliche Frosch. Ist es der? Es kann doch nicht sein, dass der wieder da ist. Er verfolgt uns. Es ist ein anderer. Es ist ein anderer Frosch, Junge. Es ist ein anderer Frosch, Alter. Fuck, Mann. Wo ist Don Balbano? Don Balbano ist nicht da, Alter. Ehrenlos. Boah, das sieht so cool aus. Und das Witzige ist, die beiden wissen wahrscheinlich nicht mal, dass sie komplett nebeneinander hier bauen gerade. Sehr lustig. Sehr lustig auf jeden Fall. Okay, man kann auf jeden Fall hier genau wie im Ameisenglas sehen, wie hier quasi alles zerfressen wird gerade. Geht hier gerade aggressiv nach den Diamanten, Alter. Und ich glaube, das ist der erste Kerl, der tatsächlich hier Dias finden wird. Kylo, nein! Geradeaus, Kylo, geradeaus! Wir haben den ersten Diamantfund, meine Freunde. GG's, Kylo. Oh, und direkt ein fetter Chunk, den er hier gefunden hat. Oh, Junge. Richtig Glück gehabt. Den gönnt er sich auf jeden Fall. Den gönnt er sich auf jeden Fall. Helge Keks auch mit einem sehr, sehr schönen Skin wieder am Start. Alter Schwede, ist das creepy, Mann. Bist du ein verdammter Creep, Alter. Junge, Junge, Junge. Ah! Ah! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Junge. Ich habe mal 20 Schweine am Spawn gemacht. Hier ist gerade schon der erste Fight am Start. Menoxi ist hier gerade dabei, Leute, mit der Lava anzuzünden, Alter. Menoxi, Junge, was stimmt mit dir nicht, du Psychopath? Was hat dieser Mensch dir getan? Menoxi, warum zündest du ihn an? Hier werden auch gerade Grundstücke abgesteckt. Sehr interessant. Sehr, sehr nice. Okay. Direkt nebeneinander. Und hier wird schon die erste Straße gebaut. Nice, Leute. Nice. Timo, Alter, Ehre. Ist hier gerade ganz entspannt ein Haus am Bauen. Ich entlohne mal die Leute, die hier ein bisschen dabei sind, sage ich mal, hier was zu machen, ja? Komm mal her, Bro. Du kriegst ein paar Kühe. Einfach, weil ich sie gönne. Achtung, nicht erschrecken. Dann kannst du die mal benutzen. So, und ich würde sagen, es ist Zeit für ein kleines Event. Also ein Minenschacht hat normalerweise immer wieder mal eine Kiste, wo es dann schöne Sachen drin gibt. Und das würde ich sagen, machen wir doch jetzt einfach mal. Es wurde eine Kiste platziert. Wir haben hier vorne das erste Haus mit einem vernünftigen Dach. Und zwar ist es ein Simons, der hier ein Haus gebaut hat tatsächlich. Bro, ich glaube, du kriegst von mir 20 Schweine dafür. Ich glaube, ein paar Schafe wären nicht schlecht, damit ihr euren Spawnpoint mal setzen könnt. Oh, da ist ein rosa Schaf gespawnt. Null. Oh, das ist gar nicht so dumm, was er hier macht. Das ist sehr clever tatsächlich. Er hat sich die Kiste geholt. Er Vive stinkt, hat sich die Kiste gegönnt mit allen Sachen. Er ist einfach schon fast full Diamant. Crazy. Das ging sehr schnell, ja. Sieht schon krass aus, wirklich. Sieht echt nice aus, Mann. Server's back in the game. Und es geht weiter. Schauen wir mal, wie es sich jetzt verändern wird. Denn jetzt ist der Hunger aktiv. Mobs werden in der Nacht spawnen. Und der Nether ist fortan betretbar. Schauen wir mal ganz kurz, welche Spieler sich den Nether eventuell zuerst erobern. Oder sogar bereit sind, ihn zu teilen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir schauen mal ganz kurz, wo ist unsere Base von den Tryhards. Sie ist hier. Ein paar von denen sind auf jeden Fall schon im Nether gewesen. Nice, okay. Das heißt, der Nether ist jetzt aktiv. Hier werden weiterhin die Dörfer gebaut. Weiterhin noch relativ friedlich alles. Keiner zerstampft die Felder von irgendwem. Und Don Balbano hat tatsächlich auch ein Haus gebaut, was
absolut aus wie ein Haufen Scheiße. Das sieht wirklich absolut beschissen aus, Junge. Das ist einfach nur sauhässlich. Ist einfach nur wirklich hässlich. Also ich habe da auch einfach nicht mehr erwartet, da bin ich ehrlich. Ich habe da einfach nicht mehr erwartet, ja. Also obligatorische Fensterschild. Junge, Don Valbano, Junge, da ist nicht mehr drin bei ihm. Da ist einfach nicht mehr drin. Ja, es funktioniert einfach nicht. Eine Melone ist gerade gespawnt. Es werden noch ein paar weitere kommen. Aber erstmal verknappen wir das Ganze natürlich ein bisschen. Ähnlich so wie die Dias. Nether-Zugang. Bis dato, glaube ich, nur einen gesehen. Hast du bis jetzt einen weiteren gesehen? Nee, nur das eine. Okay. Ich halte euch am Laufenden, Leute. Let's go. Die erste Nacht läuft. Hier wird auf jeden Fall schon gerade gefeitet, Leute. Und man sieht, die Monster machen dann doch zum Teil den Spielern hier zu schaffen, ja? Was das hier sein soll, frage ich mich bis heute. Und wer jetzt noch keine Rüstung hat, der ist echt arm dran. Also wir sehen auf jeden Fall hier immer den ähnlichen Aufbau von Häusern. Das sieht doch schon mal ganz cool aus hier. Die ersten Creeper gehen in die Luft. Oh man. Und hier ist auf jeden Fall gerade jemand ordentlich am reinsweaten. Ihr dürft nicht vergessen, dass diese Monster echt eine Menge Schaden machen sollen. So ist es nicht, ne? Das Haus hier ist auf jeden Fall echt nice geworden. Das ist von Johanna. Johanna, das hast du sehr gut gebaut. Dafür gibt es eine Belohnung in meinen Augen. Komm mal hier, Johanna. Bitteschön. Ein schönes Haus gebaut. Das könnt ihr euch teilen. Gönnt euch. Macht was Sinnvolles draus. Wenn ihr cool seid, pflanzt ihr sie für alle an. Wenn nicht, versteckt ihr sie. Das müsst ihr selber wissen. Inflation oder nicht Inflation, es liegt an euch. Okay, aber ansonsten eine relativ ruhige Nacht. Also klar, wenn man jetzt hier sieht, Shot by Skeleton, Burned to Death, Slammed by Zombie. Es gibt eine Menge Leute, die auf jeden Fall schon krass unterwegs sind. Unter anderem auch er hier. Shadowclaw sagt, er ist Full Deer. Bro, das ist ein... Das ist dein Skin, du Affe. Das ist literally einfach ein blauer Skin, du Autist. Junge, 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 Mann. Wen willst du verarschen? Wir haben 20 neue Spieler gerade bekommen. Die sind gerade am Spawn. Nochmal 20. Oh mein Gott, Invasoren kommen, Leute. Es kommen Invasoren auf den Server. Schnell, ihr müsst helfen. Ihr müsst helfen, den Server von den Invasoren zu befreien. Es sind immer mehr. Es ist eine Armee am Spawn angekommen. Ihr könnt sie zu eurem Nutzen machen. Bro, Shadowclaw, du kannst keinen Bedrock abbauen. Mein Gott, was sind das für Leute hier, Alter? Was ist denn das? Dicker. Minecraft-Profis. Ihr könnt die Villager auch zum Traden benutzen. Ihr müsst die nicht alle umbringen. Hallo? Ihr könnt denen auch einen Job geben. Ihr könnt Bedrock nicht abbauen. Vor allem in einer verdammten Holzspitzhacke. Bro, was machst du da, Mann? Okay, ihr könnt mit den Villagern auch chillen. Ihr könnt einfach einen Villager in ein Boot setzen und dann könnt ihr... Also, ich meine, ihr könnt aus denen irgendwas... Ihr könnt sie auch einfach alle umbringen. Das ist vollkommen... Tötet sie einfach, das ist vollkommen fein. Bringt sie einfach alle um. Bringt sie einfach alle um, wenn ihr meint. So ein Villager, der hat später sicherlich einen Wert, wenn man Mending oder so. Aber... Ey, warum denn nicht? Tötet sie doch einfach. Ey, safe. Gerne. Das ist ja das Ding, wenn man dann spawnen würde, ist das Risiko natürlich relativ hoch, aber hier kommen natürlich auch eine Menge Events hin. Warum schlägst du die beiden, die zusammen in dem Boot sitzen? Okay, hier geht gerade kompletter Rave ab, Alter. Ich glaube, die Villager sorgen gerade für ein paar Probleme hier. Und Vivi, was ist dein Plan mit den beiden? Was hast du vor? Digga, das ist so ein Ding von Anni und mir. Du kannst die nicht einfach entführen. Okay, hast du einen Villager? Nein, aber ihr werdet gerade von Zombies angegriffen. Okay, die erste Nacht ist vielleicht doch stressig, als ich dachte für die meisten. Was ist euer Plan hier oben mit dieser Insel? Ihr seid immer noch nicht weitergekommen. Schade drum. Hier hatte doch eben irgendeiner Villager in seinem Haus. Ach nee, du bist so klug und neckelst und hast ihn einfach wieder gehen lassen. Ja, Bro, du hast nicht mal einen Skin drin, Alter. Wer bist du eigentlich? Mein Gott, Alter. Was geht ab hier? Und der Typ hier, karikative Einrichtung für Obdachlose. Und er hat sich einfach ein Obdachlose ins Haus geholt. Und dafür, Creeper-Pfeil, wirst du belohnt. Dafür wirst du belohnt. Auch du kriegst einen Melonenblock. Ohne zweite Tür mache ich dir auch noch, Alter. Let's go, Junge. Guck dich an. Schau dich an, wie glücklich du bist. Ich geb dir sogar einen Diamanten dafür, dass du hier einen Villager bei dir aufgenommen hast. Bitteschön, ja? Dass du hier Obdachlose bei dir aufgenommen hast. Das ist ehrenhaft, Leute. Nehmt euch ein Beispiel an ihm, ja? Seid mal sozial zueinander. Seid mal korrekt. Seid mal nett einfach. Junge, Junge, Alter. Okay, also die hier auf jeden Fall, wie gesagt, geisteskrank am Hasseln. Wirklich. Eine richtig, richtig crazy Base, die sie hier schon aufgebaut haben. Also ich bin ehrlich, Slowbotion. Ich würde mich nicht mit Dr. Gummi in so ein 1x1 reinstellen. Ich weiß nicht. Ich hätte einfach ein schlechtes Gefühl bei Bro. Das musst du selber wissen. Ich würde es einfach nicht machen. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, ey. Ich glaube, die Idee ist wirklich nicht so gut. Ey, das ist nicht real. Der Typ steht hier immer noch und versucht, den Boden abzubauen. Shadowclaw, Junge. Du kannst den Bedrock-Boden nicht mit der Hand abbauen, Alter. Was hat er hier gemacht? Optimus. Was ist hier? Ah, ja. Bro, er ist gerade gestorben. Er ist einfach hier runtergesprungen und gestorben. Was ist dein Plan hier, Digga? Ist das ein Erdölbohrturm? Willst du hier nach Öl bohren, Bro? Die stehen beide hier und versuchen, den Bedrock abzubauen. Jungs, ich helfe euch mal ganz kurz, ja? Ich habe das Gefühl, ihr könnt die Hilfe wirklich gebrauchen. Ich glaube, das ist besser, diese Überschiffung nachzugehen, als einer anderen. Ich glaube, es ist besser für euch alle. Don Valbano, warum brennst du schon wieder? Wie kann das sein, Alter? Wie kann das... Warum brennen hier nur retardete Skins, Alter? Dieses Face, Alter, und dann dieses... Mann! Okay, Luke, das darf nur ich bin der Admin. Luke, hör auf damit. Hey! Ich habe jetzt hier irgendeine losgetreten, Alter. Das war nicht clever. Ich spawn euch nochmal ein paar Schafe, damit ihr euch hier ein paar Betten machen könnt, ihr Autisten, Alter. Wirklich. Guckt, dass ihr euch damit irgendwas zusammenkleistert, Alter. Hier, Bro. Hast du ein paar Schafe. Gönnt euch auf jeden Fall Betten. Ganz wichtige Nummer, ja? Okay, hier oben steht auch was ganz Interessantes. Das Haus hier ist mir eben schon aufgefallen. Auch wenn es größtenteils aus Cobblestone ist und von einem No-Skin gebaut wird, könnte das doch vielleicht irgendwann zu was werden. Ja, vor allem, wie sie alle connected sind. Das ist halt mega. Da haben sie halt wirklich mitgedacht, ja, ja. Und die ganzen Dörfer miteinander verbunden. Alle Dörfer haben so Wege miteinander schon mal. Das
schon mal ganz geil. Und es wächst auch langsam wieder Wald. Siehst du das? Ja. Das wird auf jeden Fall gerade wieder aufgeforstet, was ganz nice ist. Also alles im Allen läuft der Hase hier bis jetzt. Gerade hier die Girls, die hier echt ein chilliges Ding gebaut haben. Habt ihr irgendwo einen Villager versteckt? Wollt ihr einen Villager haben? Ja? Wollt ihr einen Villager haben? Ihr müsst mit dem Kopf nicken, ja? Okay, warte, dann gebe ich euch einen Villager. Dann kommt ihr jetzt hier in die Ecke, okay? So, jetzt könnt ihr dem einen Job geben. Ihr könnt jetzt mit dem machen, was ihr wollt. Und guck mal, der hat direkt Kollegen. Da kommt direkt der Nächste rein einfach, als wäre es ihm egal. Bro, hallo. Oh. Natürlich hat Don Balbano ihn direkt gewonepuncht. Ist in Ordnung, One-Punch-Man. Ganz geile Nummer, Alter. Stark von dir, wirklich. Guter Mann. Arschgeil, Digga. Jetzt wird es ziemlich stressig werden, weil halt hier jetzt überall die Phantome rumfliegen und... Ja, wer jetzt halt noch kein Bett hat, der wird auf jeden Fall verrecken. So wie Fabio Zockt HD. Dem es aber auch einfach egal ist, weil er gerade wahrscheinlich Abendessen ist oder einfach AFK gegangen ist. Fabio, Grüße gehen raus an dich. Du bist tot. Schön, dass du hier gewesen bist. Ja, Leute, also was soll ich sagen? Ich habe euch Schafe gespawnt, damit ihr Betten machen könnt, wisst ihr? Und ich werde noch mal ein paar mehr spawnen. Oh, die sind einfach alle in dem Haus gelandet. Grüße gehen raus. Also ihr... Ich würde einfach schlafen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ihr merkt ja, was ihr da für ein Problem habt. Guck mal hier. Ihr habt hier ein riesiges Problem, Jungs. Bitteschön. Es ist gerade hier echt am Eskalieren, Alter. Oh mein Gott, die Dinger nehmen gerade alles auseinander. Ich bin da raus. Ich habe damit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Achtung. Wir haben hier vorne ein riesiges Problem. Hier hat jemand Feuer gelegt. Hier brennt jemand. Und hier hat jemand ein Haus angezündet. Was ist hier... Nein. Das ist das Haus von diesem... Nein. Oh mein Gott, ist hier jemand drin? Müssen wir löschen? Das ist der Typ, der das Obdachlosenheim hier gebaut hat. Oh mein Gott, okay. Hier brennt gerade das komplette Ding ab. Von... Bist das du? Nee, ich hab nichts gemacht. ZJM? Oh nein, Creeper auch noch, oh nein! Oh Gott. Oh mein Gott, okay, er ist gerade vom Unglück gestraft. Ich möchte eingreifen, weil der Kerl, der hat hier ein gottverdammtes Obdachlosenheim gemacht. Und ich möchte nicht, dass sein Haus hier abbrennt. Schau mal hier, Bro. Wir bauen das alles wieder gemeinsam auf, ja? Die ganze Community kommt zusammen, Bro, und hilft dir. Okay? Guckst du dir an. Und doch ist ein Stück weit Menschlichkeit übrig geblieben. Und doch wird einander noch geholfen. Dafür gibt es eine großartige Belohnung für alle, die hier gerade sind. Es regnet Diamanten. Einzelne Diamanten regnet es. Dafür, dass ihr so gute Menschen gewesen seid. Sehr schön, das habt ihr gut gemacht. Bin stolz auf euch. Alter, wenn man hier mal durch die Gänge fliegt, Junge, ist es so viel gebaut worden. Schaut mal vorher und schaut mal nachher. Das komplette Ameisenglas ist einmal durchtunnelt worden, wirklich. Dankeschön. Und überall bauen sich Kolonien auf. Hier vorne hat es eine kleine Kolonie. Hier entsteht auch nochmal so ein kleines Center mit Dorf. Aber hier entsteht eine richtige Stadt. Hier hat es mehrere Häuser in der Reihe, eine Kirche, oben die Insel drauf und alles. Also ganz ehrlich, hier entwickelt sich eine richtige Stadt, Alter. Und das finde ich geil. Das finde ich richtig, richtig geil. Hier jetzt auch nochmal eine Base, eine Underground Base. Bin gleich wieder da, bitte nicht kicken. Okay, machen wir mal nicht. Hier jetzt auf jeden Fall noch eine richtig schöne Base. Also es entwickelt sich wirklich. Und das jetzt innerhalb von anderthalb Stunden circa. Mit Whitelisting Time könnte es ungefähr hinkommen, ne? Ja. Ja. Also allein diese Base hier, die ist ja komplett insane, ja? Die sind ja wirklich richtig am Hasseln hier. Junge. Core-Partner, du hast es leider nicht geschafft. Okay, schade. Er ist wahrscheinlich nicht auf den Server gekommen. Well. Krass. Schau dir diese Behinderten an, Digga. Das ist Revi seiner. Bro, wenn dein Himmel so aussieht, ich schwöre, geh direkt zum Urologen, Alter. Diese Autisten, die am Spawn stehen, die ganze Zeit nur Scheiße bauen, Alter. Und dran sind durch und durch. Wirklich versuchen, diesen Bedrock mit der Hand abzubauen. Ja. Ey, diese gottverdammten Retards, Mann. Das sind so die Menschen, die wirklich Sonderschule gekickt worden sind, Alter, ehrlich. Das sind die Leute, die so dumm sind, alleine Bus zu fahren. Wirklich, Mann. Geisteskrank, Mann. Komplett raus. Guck sie an. Was die hier machen. So wunderschön. Ey, ich will mich umbringen, Alter. Wirklich, Alter. Junge. Ich würde jetzt für heute offline gehen und würde mir das morgen nach 24 Stunden nochmal anschauen. Ich bin gespannt, was in 24 Stunden hier passieren wird. I don't like your T-Series. Als ob, Mann. But I must go all out. Funny, das hab ich gemacht. Don Balbano, ich bin stolz auf dich und deine Eltern an der Stelle. Bob's or Vagana, whichever will it be. Okay, nice, Mann. Also nochmal, wichtig ist mir, dass das Game beim nächsten Experiment auf jeden Fall so Vanilla bleibt wie möglich, ja? Das werde ich auf jeden Fall nicht ändern, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu. Wenn wir solche Live-Experimente machen, dann muss es sein, dass das Spiel in der Ursprungsform einfach bestehen bleibt, okay? Und ansonsten, ey, ich bin voll fein damit. Ich find's nice. Ich find's wirklich cool, was ihr gemacht habt. CC Revinzer, Creator Code Revinzer, auf Ehre, ganz wichtiges Ding. Auch hier mit Sand gebaut. Mystisch, Alter, wie das hier fliegt. Ja, Skyblock, Ameisenglas, auf jeden Fall geglückt zum Ende hin. Die ganzen PvP-Schwätzer sind weg. Das nächste Mal, meine Freunde, wird noch ein bisschen krasser werden. Dazu aber dann die Tage mehr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das meistern werdet. Wartet einfach ab.